So, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt auf der gelben Pokémon-Edition ein Mew fangen. Dafür wird ein Glitch ausgenutzt, den ich jetzt einleite. Und zwar geht es darum, hier runter zu gehen und dann die Starttaste zu drücken, noch bevor der Hani hier unten dich anspricht und sich dann mit einem Mew wegzuteleportieren. Jetzt wird man sehen, der Typ würde dich trotzdem noch ansprechen, da. Hahaha, hat's aber nicht geschafft. Und damit werde ich zurückbeordert zum Pokémon Center. Das Interessante ist, wenn ich jetzt die Starttaste drücke, komme ich nicht mehr ins Menü zurück. Das heißt, apropos, da links ist der werte Herr mit dem Afro, denn man weiß, seit 1998 verleihen Höhlen Menschen Afros. War das 98? Kam Pokémon 98 aus? Zumindest Pokémon Gelb kam 2000 aus. 96 gab es bereits das Sammelkartenspiel oder den Manga, ich weiß es nicht mehr. Oh je, Mini, ist alles schon so lange her. So, nichtsdestotrotz laufen wir jetzt hoch. Alle Trainer habe ich hier bereits besiegt, nur den Klobigen hier jetzt nicht. Dafür muss ich jetzt einen Schritt hochlaufen, denn sonst bleibt das Spiel hängen. Und nun spreche ich ihn an und er möchte betteln. That took me to a great party on SSN at the Million City. Also so ein kleiner Bonzenpisser, der auf einem Luxusliner bereits fahren durfte. Ich meine, durfte ich auch, aber ich bin ja auch ein krasser Pokémon-Trainer. So, ein Slowpoke, den machen wir mit unserem Pikachu kaputt, mit einem Thunderbolt. So. Und jetzt, nach dem Kampf mit dem Kollegen, kann ich wieder das Menü benutzen und benutze wieder mein Aber, welches ich Mew verkehrt herum genannt habe, um es wieder zu erkennen. Hops. Und gehe zurück ins Pokémon Center. Und jetzt ist der Streich auch schon beinahe vollbracht. Denn nun muss ich nur noch auf die Nugget Bridge Brücke gehen und Mew dürfte erscheinen. Hopp, da ist das Menü aufgegangen. Was ist da los? Das war ich übrigens nicht. Ich drücke mal auf Pokémon. Und das Menü wieder weg. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da kommt ein Mew. Wie konnte das passieren? Wild Mew appeared. Dass mein Utah Pikachu an erster Stelle steht, ist in doppelter Hinsicht sinnvoll. Zum einen, um vorhin das Slowpoke zu besiegen und zum anderen, um das werte Mew zu paralysieren. Dann, da muss ich zugeben, das ist mein zweiter Versuch. Denn ich habe beim ersten Versuch nicht daran gedacht, ein paar schwächere Pokémon mitzunehmen, um das Mew zu, ja, zu schwächen. Was hat er denn hier? Peck, Goll und Leer. Und das Sandemeer hat Scratch. Ich nehme mal das Sparrow zuerst, das Habitak. Denn damit kann ich ihm auch ein paar Statusveränderungen hinzufügen bei Bedarf. Muss aber erst meinen Pfund schlucken. So, das Interessante übrigens bei der ersten Edition, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, man kann gar nicht sehen, was die Attacken exakt machen. Man kann sie also nicht anklicken oder so. Oh, zum Glück war Mew God Paralyzed. Ja, ich glaube, zweimal kann ich noch zuhören, sofern ich denn so viel Leben noch habe. Ja. Ah, nee, nee. Noch einmal werde ich nicht zuhauen können, deswegen schwäche ich ihn jetzt einfach mal mit irgendwas. Ach, der Angriff wurde gesenkt. Super. Und jetzt haue ich wieder mein stärkstes Pokémon aktuell raus. Alle anderen habe ich übrigens abgelegt. Ich habe auch schon alle drei Starter entwickelt und pipapo. Hier habe ich einen Woogie Level 30. Ich nehme ja Woogie. Woogie, das Diktri. Wird er schaffen. Woogie ist übrigens eine Riese bei One Piece. So, ich habe auch extra jetzt so weit gespielt bis Lavender Town, um mir Superbälle kaufen zu können. Great Ball. Und hopp. Na? Ach, da bricht er sofort aus. Interessant, aber viel weiter kann ich es halt nicht mehr schwächen. Das ist das Problem. Deswegen jetzt, müsste er eigentlich auch mal in dem Verlauf hier reingehen. Zum Glück habe ich mir 10 Superbälle gekauft, weil
Man sieht hier ein bisschen tricky und da ist das Mew auch schon drin. Alright, Mew was caught. New Pokédex Data will be added for Mew. So. When viewed through a microscope, this Pokémon's short, fine, delicate hair can be seen. Wow. Was für ein Eintrag. Ein Spitznamen. Das Interessante ist, ich weiß gar nicht, wo man Spitznamen ändern kann in dem Spiel. Es wäre aber schon cool, einen Spitznamen zu haben. Mir fällt gerade nur kein guter ein. Obwohl, ich habe was. Und zwar habe ich die Angewohnheit, deswegen heißt mein Pikachu auch Yuta, die Pokémon, die ich fange, nach dem letzten Anime-Charakter, den ich gesehen habe, zu benennen. Und ich gucke gerade Erased, den Anime. Der heißt auf Japanisch Boku Dake ga Inai Machi. Erased ist leichter. Und der Hauptcharakter, soweit ich mich richtig entsinne, hoffe ich zumindest, heißt Sato. So, da haben wir, ups, Satz, da haben wir unser Sato. Bravo. Und somit hätten wir auch ein Mew gefangen. Pokémon, Sato, Stats. Ja, Mew, das vermeintlich erste aller Pokémon, da gibt es ja diesen lustigen Streit, ob jetzt nun Arceus oder Arceus oder Mew oder Bisasam oder war das, ich glaube, das war Rizeros, wer von den Vieren als erstes, welcher das erste Pokémon ist, ich möchte das jetzt nicht näher erklären, sonst dauert das Video noch länger. Und das Interessante am Mew ist ja übrigens, dass es, ich glaube, alle Attacken lernen kann. Deswegen als VM-Sklave wird das jetzt super sein. Und ich hoffe des Weiteren, dass man dieses dann auf Pokémon Sonne und Mond in 2,5 Monaten, kommt das glaube ich raus, übertragen kann, ohne werden. So, das war es auch schon. Super, jetzt habe ich meinen Sato. Jetzt kann ich das Spiel auch endlich mal wieder weglegen. Insofern danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über Geld und Blutspenden freuen und reingehen und wieder schauen. Bis zum nächsten Mal.